So, hi Leute. Es ist Dienstag. Bin der Noah. Ja, diese Woche mit dem Thema Mama oder Papa Kind. Das ist bei mir ziemlich einfach. Ich habe nur meine Mutter. Und also es gab Zeiten, an die kann ich mich auch tatsächlich noch erinnern. Da hatte ich noch meinen sogenannten Vater halt auch, der halt auch bei uns gewohnt hat. Aber ja, wirklich Vater war der nie für mich, war halt da. Wobei mir eigentlich, also eigentlich geht es mir auch besser, seit er weg ist. Und von daher habe ich für mich immer nur meine Mutter gehabt und spreche auch immer nur von meiner Mutter und schreibe auch in meinem Lebenslauf, wo man so bei den ersten Bewerbungen noch die Eltern mit drinne stehen hat, steht halt bei mir nicht Eltern, sondern Mutter, weil ich alles andere einfach komplett gestrichen habe. Demnach bin ich auch ein Mamakind, kaum zu glauben. Wobei ich sagen muss, selbst wenn ich eine total tolle Vaterfigur in meinem Leben gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, trotzdem ein Mamakind, weil meine Mama einfach die Ultrabeste ist. Die war jetzt am Wochenende hier zu Besuch und hat mir, ich kann euch das mal zeigen, also die kam früher halt nicht so gut damit zurecht mit meinem Auto, mit meinem ersten, als ich 15 war, und fand das halt voll schlimm. Und ja, jetzt kommt sie damit total super zurecht und hat mir das geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob ihr es lesen könnt, aber sie war in Irland und das ist ein Noah-Bär. Also ein Buddy-Bär, aber er heißt Noah, da steht's drauf. Ja. Genau. So. Mega süß. Ja, und prinzipiell bin ich einfach voll das Mama-Kind. Schon als kleines Kind gewesen. Meine Mama war immer, glaube ich, die tollste und beste, weil die auch einfach super cool ist. Also sie ist jetzt dieses Jahr doppelt so alt wie ich, also ich bin 24, wer jetzt rechnen kann. Also sie ist halt einfach noch total jung. Ich weiß ich nicht, wohne 2 Kilometer von zu Hause entfernt und ich meinen Geburtstag feiere und sie kommt halt her, um den mit zu feiern und ich feiere aber an dem gleichen Abend halt Party mit ein paar Leuten und Freunden und überhaupt. Und sie ist halt auch da und dann stört halt auch einfach überhaupt niemanden. Weil mein Freundeskreis altersmäßig sowieso sehr gemischt ist und auch bis über 40 Jahre reicht, aber auch sonst hört es einfach keiner, weil es niemandem auffällt, dass das meine Mutter ist, ne? Also, weiß ich nicht, aber auch sonst muss ich ihr echt ein Kompliment machen, weil sie sich, also ich meine, sie war alleinerziehend, sie ist 5 Tage die Woche arbeiten gegangen, hat sich den Arsch aufgerissen für letztlich unser Leben einfach und für uns zu sorgen und hat trotzdem, trotz dieses Spagats mit Arbeit und mir, einfach trotzdem geschafft, aus mir, finde ich, eine ganz vernünftige erwachsene Person werden zu lassen. Und ja, auch wenn ich auch im Gespräch mit meiner Freundin und sowas bin, bei ein paar Eigenschaften von mir, dass ich einfach unheimlich selbstbewusst auch in die Welt rausgehe. Manchmal glaube ich bis kurz vor die Arroganzgrenze, aber also schon halt einfach sehr gefestigt bin in mir selbst und eine sehr selbstbewusste Person bin und mir eigentlich, ja, wenn ich einen nicht mag, ist halt auch nicht mein Problem, ne? Ist halt irgendwie dann sein Problem. Und so wie ich einfach mit dem Leben und mit gewissen Dingen und äußeren Einflüssen umgehe, hat mir meine Mutter einfach ein super schönes Päckchen geschnürt und mir mitgegeben und mir so ein paar Sachen an die Hand gegeben, wie man gut eben in dieser Welt zurechtkommt. Und das habe ich halt bei ihr gesehen. Ich meine, sie ist von einem recht einfachen Ausbildungsberuf mittlerweile in der Führungsposition und sie ist einfach mit einfach ein Vorbild für mich, weil ich auch gerne das erreichen würde in meinem Leben, was sie erreicht hat und auch vielleicht für jemanden so wichtig sein möchte, wie sie das für mich ist. Ja. Ich habe einfach eine super Mutter. Deswegen bin ich echt ein Mamakind. Ja. Immer noch. So. Ja. Genau. Bis zur nächsten Woche.